Um nun solche Richtlinien an die Mitarbeiter weiterzuleiten, da wird ja wohl kaum ein Aushang am schwarzen Brett ausreichen, oder? Nein, das sicherlich nicht. Das ist eine sich immer wiederholende Aufgabe, Compliance auch bewusst zu machen bei den Mitarbeitern. Das heißt Schulung. Und das heißt nicht Schulung dadurch, dass man irgendein Papier möglicherweise noch mit Ankreuzautomatik herumgibt, sondern das bedeutet, dass jemand die aktuellen Probleme vor den Mitarbeitern anspricht. Und glauben Sie nicht, dass dort nicht auch die Quelle dafür ist zu erkennen, wo Compliance geschärft werden muss. Aus den Fragen der Mitarbeiter erkennen Sie häufig, wo denn die Probleme wirklich liegen. Also abstrakte Compliance ist sinnlos. Die Compliance muss auf das einzelne Unternehmen zugeschnitten sein und auch auf die Personen und Persönlichkeiten, die dort sind. Ja. Es muss eine Sensibilisierung stattfinden für jeden Einzelnen. Er muss merken, hoppla, die Gegenseite will was von mir, wird unlauter. Es muss Regelung geben, dass zum Beispiel so etwas dann schon gemeldet wird an den Compliance-Beauftragten. Es müssen regelmäßige Schulungen stattfinden. Es muss im Intranet meinetwegen alles halbe Jahr oder jedes Jahr so eine Befragung mit Antwortspiel gemacht werden, damit man sieht, ob der Mitarbeiter wirklich alles verstanden hat. Und es muss eine Unterschriftspflicht dabei sein, damit nachgewiesen werden kann, dass sämtliche Mitarbeiter hier eine Schulung mitgemacht haben und dass sie selbst auch verantwortlich zeichnen, dass sie es verstanden haben und sich danach richten. Und zum Schluss noch einmal, auch wenn es eine Wiederholung ist, das funktioniert alles nur dann, wenn es von oben gewollt ist. Compliance kostet erst einmal Geld, ist kein Produktionsfaktor klassischer Art. Allerdings ist Compliance etwas, was sehr viel Geld sparen kann. Es muss von der Führung her gelebt werden. Ja.